Sauerland Event präsentiert Ihnen den Hauptkampf des heutigen Abends. 12 Runden Profiboxen um die Weltmeisterschaft im Mittelgewicht nach Version der IBF. Supervisor für die International Boxing Federation, Louis Prywalker aus den USA, und für den österreichischen Boxverband, für die FVA, der Präsident Willibald Palatin aus Wien, Österreich. Geht der Kampf über die volle Distanz, dann entscheiden diese drei Punktrichter. Es sind Leszek Jankowiak aus Krakau in Polen sowie Dave Parrish und Mickey Van, beide aus Leeds, England. Und wenn die Glocke ertönt, dann ist er der alleinige Chef im Ring. Ringrichter Earl Brown aus Newark, New Jersey, USA. Und das sind sie, die Details zu den beiden Boxern. Der Herausforderer boxt in Blau aus der roten Ecke. 25 Jahre ist er alt, offizielles Kampfgewicht 71,1 Kilogramm. 1,75 Meter groß, Profi seit 2003. Seine Statistik: 28 Kämpfe, 21 Siege, 4 durch Knockout. Sein Coach Jack Loof aus Youngstown, Ohio, USA. Der Herausforderer, the challenger, Billy Lyle. In Schwarz-Silber aus der blauen Ecke boxt der Champion aus Deutschland. Er ist 29 Jahre alt. Offizielles Kampfgewicht 72,4 Kilogramm. 1,72 Meter ist er groß. Es ist sein 9. Jahr als Profi mit dieser Bilanz. 35 Kämpfe, 32 Siege, 15 durch Knockout. Sein Coach Carsten Röber. The defending champion, der Weltmeister aus Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, der Hurricane Sebastian Silvester. Wer verlässt als Champion den Ring? Lyle oder Silvester? Die Antwort jetzt aus Neubrandenburg. Obey my commands at all times. Protect yourselves at all times. Touch them up. Touch them up. Good evening. Willkommen zu dieser Spezialausgabe von Home Sweet Home mit Sebastian Silvester aus dem Winterwunderland Neubrandenburg. Die Halle, Sie haben es gehört, ist ausverkauft und man musste sich, wenn man aus dem Fenster geschaut hat oder durch die Straßen sich gewühlt hat, wundern, dass so viele es geschafft haben, überhaupt hier im Jahn-Sportzentrum mit dabei zu sein beim Auftritt von Sebastian Silvester. Und Neubrandenburg, das war für ihn, für den Mann in der schwarzen Hose, beide Boxer in Normalauslage, immer ein ganz besonderes Pflaster. Und daran will er, und das haben Sie in den Vorberichten gehört, natürlich anknüpfen gegen einen Mann, der genauso agieren wird, wenn ihm Sebastian Silvester die Chance gibt, wie in diesen ersten Runden, nämlich sehr aktiv mit vielen, vielen Schlägen auf der Außenbahn versuchen wird, den Champion zu erschüttern. Und die Antwort des Weltmeisters haben Sie gerade gesehen. Dieses kurze Pieksen mit der langen Führhand durch die Mitte. Der Champ. Natürlich liegen die Vorteile, obwohl Lyle in der Statistik von der Körpergröße sogar einen kleinen Vorteil hat, aufgrund dieser super langen Arme beim Boxer aus Dersiko bei Greifswald, gut 12 Kilometer vor den Toren von Greifswald ist das. Sehr schön. Die erste kleine Serie, die da gestartet wurde. Aufwärtshaken.
mit links im Ziel. Also nicht nur gerade mit dem Jab oder eine Hakenserie variabel geschlagen und auch diese rechte mit links vorbereitet, hat getroffen. Klasse, rechte Hand von Sebastian Sylvester. Lyle zum ersten Mal erschüttert. Der kann natürlich viel einstecken als Sparringspartner, vor allen Dingen von Kelly Pavlik. Die beiden sind ja dicke Freunde, sind in diesem Southside Boxing Center oft zusammen, auch auf dem letzten Kampf von Pavlik im Dezember gegen Espino. Hat dieser kleine Billy Lyle viel, viel einstecken müssen, hat sich immer wieder gestellt dem Superstar in diesem Limit im Mittelgewicht. Also Erfahrung hat er mit Sicherheit, aber die besseren Treffer in diesen ersten drei Minuten, ganz ohne Zweifel, die hat der Weltmeister gesetzt und der heißt Sebastian Sylvester. Gute erste Runde von Sebastian Sylvester und er geht in die Ecke zu seinem Trainer, zu Carsten Röber. Ganz viel Warten. Was finde ich mit der Brechung? Ruhig boxen. Wie am Anfang war doch gut. Hast du mich erstmal schlagen lassen. Erst atmen. Auch nochmal. Ja? Wie am Anfang. Erst schlagen lassen und dann von draußen. Nicht so dicht dran, ja? Er springt immer rein, dass du den richtigen Moment findest. Mit deinen geraden Händen. Immer wieder mit Einzelhänden arbeiten. Führungshand. Ein bisschen von unten kommen. So, dass er genau aufläuft. Ja? Aber nicht mit der Brechung nicht krachen wollen. Ja, ein bisschen verkrampft. Ja? Ganz gut. Machst du gut so. Auch nicht provozieren lassen, ja? Das waren schon klare Dinger dabei. Ne? Aber nicht mit Gewalt nass, das kommt aus dem Boxraum. Körper mitnehmen, mit geraden Händen unten rein. Ringfrei zur zweiten Runde. Konzentriert bleiben, nicht mit Händen. Also nicht mit Händen reinlassen. Klare, deutliche Hände für den Schützling von Carsten Röber. Seit Anfang des letzten Jahres arbeiten sie ja zusammen. Im Februar gab es hier auch in Neubrandenburg. Deswegen das Jahn-Sportforum in der Tat eine ganz besondere Halle für ihn. Den ersten Kampf unter Carsten Röber. TKO siebte Runde gegen Nespo. Zuvor ja gegen Castillejo. Vielleicht die spektakulärste Aufgabe überhaupt. Sehr schön. Hier dieser Treffer zum Körper mit rechts. Und dann sicherlich das Highlight, der Weltmeistertitel im Herbst des letzten Jahres. Also jetzt der vierte Auftritt hier. Zum ersten Mal eine freiwillige Titelverteidigung. Und die 12 Wochen Vorbereitung, die genauso lang waren und intensiv waren wie für die Weltmeisterschaft gegen Lorenzo. Mit einem sehr guten Vorbereitungscamp wiederum in Güstrow. Zeigen Früchte. Er trifft besser. Er ist der schnellere Mann. Er ist der bessere Boxer. Guter Versuch von Lyle. Zum Körper bei Sylvester. Und da muss er aufpassen, der war nicht ungefährlich, dieser rechte Kopfhaken, aber rechtzeitig wieder verschwunden. Der Mann, der einst als Sparringspartner von Arthur Abraham in dieses Sauerland-Team kam, am Ende den Titel, den Gürtel von Arthur Abraham wegen des Aufstieges geerbt hat und hier wiederum trifft. Und Sie sehen es, das Nasenbein, das ja schon gebrochen war bei seinem wichtigsten Kampf. Bei Billy Lyle gegen John Duddy ist wieder offen. Und es ist Wahnsinn, wie der hier reingeht. Riskiert natürlich unglaublich viel, dann selbst getroffen zu werden. Aber das ist ihm völlig egal. Das hat man auch in all den anderen Kämpfen gesehen, die wir sehen durften. Dieses sehr, sehr riskante Boxen. Eiskalt ausgenutzt und abgekontert von Sebastian Sylvester. Klasse Kopftreffer. Zum ersten Mal sehr, sehr schwer erschüttert. Billy Lyle. In wirklich hohem Tempo geschlagen. Und da kann die Nase schon wieder durch sein. Sie ist ohnehin seit April des letzten Jahres ein ständiger Krankheitsfall. Er sagt, ich habe mich schon daran gewöhnt. Billy Lyle hatte sich das zugezogen in der 6. Runde wegen eines Kopfstoßes, den er selbst ausgeführt hat. Also sich sozusagen selbst verletzt hat, weil er immer so ungestüm hineingeht. Auch Billy